Hallo meine durchgeknallten Otakus, ja, wie ihr im Hintergrund schon seht, gibt es demnächst ein Kidzone-Video nach lange mal wieder. Wird echt mal Zeit. Aber vorher habe ich hier noch was. Und zwar habe ich beim Stöbern auf eBay zufällig etwas entdeckt. So, jetzt muss ich euch das so zeigen, dass man die Adresse nicht sehen kann. Aber ich finde diesen Stempel so cool. Guckt euch das mal an. Ist das nicht genial, dieser Stempel hier? Mit einem Pikachu drauf, VIP-Pokémon-Karten. Genial. Und zwar habe ich entdeckt, dass jemand 20 holographische Pokémon-Karten angeboten hat, also ein Händler, für nur 13,99 €. Ja gut, 14 Euro. Aber das ist ja weniger als 1 Euro pro Karte. Ich glaube ungefähr 70 Cent pro Karte. Und das, obwohl, wie gesagt, jeder einzelne davon holographisch ist. Die sind jetzt nicht alle selten, aber auf jeden Fall jeder einzelne davon holographisch. Ich glaube, 4 sind selten, 4 sind Trainerkarten, 4 sind häufig und nicht so häufig. Warte mal, das passt nicht. Das sind dann aber keine 20. Ach, keine Ahnung, wir werden es ja sehen. So sieht das Set aus. Bin echt mal gespannt. Also wenn die Auswahl jetzt nicht so total bescheuert ist und man hat dann irgendwie, keine Ahnung, total hässliche, dumme, unnötige Pokémon, die kein Mensch mag, dann könnte ich mir gut vorstellen, dieses Angebot noch öfters in Anspruch zu nehmen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Hätte ich eigentlich mal an Weihnachten sehen und in Anspruch nehmen müssen. Also wenn man dann zweimal das Set sich kauft oder vielleicht noch so 4 Karten einzeln dazu kauft, dann hätte man ja schon mal einen Adventskalender. Also vielleicht für euch so als Tipp, wenn ich dran denke, werde ich den Artikel verlinken. Dann könnt ihr euch dieses Set auch mal gönnen. Also ist das eigentlich gerade voll die unbezahlte gute Werbung für den Händler. Ja, wenn ich das jetzt umdrehe, weiß ich ja schon direkt 2 Karten auf einmal, aber egal. Oh ja, und es ist direkt eine legendäre Pokémon-Karte dabei, Xerneas. Wobei ich glaube, ich habe schon eine Xerneas-Karte, aber nicht die hier. Und Capoeira. Capoeira ist nicht so häufig. Ich werde nur gucken, wie... Achso, hier oben ist offen. Dann fangen wir mal hier mit denen an. Hier dürften ja dann die Karten sein. Oh Gott. Wie kriege ich denn das hier raus? Schon ziemlich tight. Ach genau, ich reiß einfach auf. So. Hier sind dann wahrscheinlich die häufigen Reverse-Holos und nicht so häufigen. Alles gut. Naja, so sieht man es besser mit dem Effekt. Also ganz oft dieses Kampfsymbol. Ich weiß auch gar nicht, aus welcher Erweiterung die ehrlich gesagt sind, aber muss relativ neu sein. Dann haben wir hier einen Kramchef mit Cyrus vom Team Galaktik im Hintergrund. Auch eine nicht so häufige Karte. Reverse Holo. Knagsel. Auch nicht so häufig. Mit diesem Drachenemblem. Shinux dürfte eine häufige sein, ja. Ganz vielen Blitzen. Garaborn ist nicht so häufig. Okay, die sind vielleicht doch nicht nach Häufigkeit sortiert. Krakelo ist auch wieder eine nicht so häufige. Reverse Holo. Eneko ist häufig. Also das heißt jetzt nicht, also es ist an und für sich eine häufige Karte, aber als holographisch natürlich dann trotzdem natürlich seltener als normalerweise die normale Karte natürlich ist. Genau, und hier dann eben auch häufig ein Meryl vom Typ Fee. Oh, und das hier ist Janinas Tentacher. Zumindest sieht man Janina im Hintergrund. Auch wenn die Karte jetzt selbst nicht so heißt. Und ich finde die Attacke lustig. Blub Jutsu. Ist eine häufige Karte.
Und auch Goldini ist eine häufige Karte. Der Zustand ist halt wirklich wie neu. Also ich merke da jetzt eigentlich nicht, dass die überhaupt mal jemand angepackt hat. Soweit. Und das kann elegantes Schwimmen. Gut, soweit, so gut. Das waren jetzt alles keine besonders spektakulären Karten. Ich finde es interessant, dass bei manchen Karten halt Trainer aus der Pokémon-Welt im Hintergrund zu sehen sind. Und jetzt dürften die seltenen kommen. Wenn man um das Stativ herumgreifen muss, ist es immer so schwierig, so eine Fitzelarbeit zu machen. So. So. Der erste Schritt ist getan, der Rest ist dann ganz einfach. Ich lege das mal verdeckt. Ich spiele die Karten verdeckt im Verteidigungsmodus. Nee, Verteidigungsmodus wäre andersrum. So, und dann gucken wir mal von hinten nach vorne. Ach genau, jetzt kommen erstmal die Trainerkarten. Die hier ist zum Beispiel nicht so häufig. Lady. Ich bin eine Lady! Ist diese schwerreiche Trainerklasse, von der man immer besonders viel Kohle kriegt, wenn man sie besiegt. Das ist eigentlich immer noch scharf, ja, ne? Das ist eine Unterstützerkarte übrigens. Oh, hier haben wir eine ganz besondere Energiekarte. Aggregatenergie, Blitz, Psycho und Metall. Diese Karte liefert farblose Energie. Ist die an ein Pokémon angelegt, liefert diese Karte Blitz, Psycho oder Metallenergie, aber immer nur jeweils eine. Also kann man sich quasi aussuchen, wofür die dann steht. Okay, interessant. Ist das eine nicht so häufige Karte? So, und hier haben wir... Oh, Elevoltech ist eine seltene Reverse-Holo. Die ist schon mal cool. So, und dann haben wir hier... Amigento. Rache, Herz und Luftschnitt. Auch eine seltene Reverse-Holo. Ich glaube, es kommen erstmal 4 seltene Reverse-Holos und dann kommen 4 normale seltene Holos. Ups. Lepumentas, gut, ist jetzt nicht so das geile Pokémon. Lepumentas, geht mal Lepumentas, Lepumentas. Das gigantische Lepumentas steht auf wohin genau? Es steht ja auch auf Auberginen. Lauf wohin genau! Ist eine seltene Reverse Holo. Und Zwirfinst als seltene Reverse-Holo-Karte. Wolverock! Also jetzt haben wir die normalen seltenen Karten, und zwar in der Zwielichtform. Das ist natürlich cool. Also allein für die Karte hat es sich gelohnt. Ist eine Promo-Karte, interessanterweise. Ist gar keine seltene. Aber ich wusste nicht, dass die jemals irgendwie als Promo gab. Ich wüsste jetzt auch nicht, was war das für eine Promo-Aktion. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie man an diese Karte kam, wo die verteilt wurde und wie die verteilt wurde. Diese besondere Entwicklung vollzog es durch ein Bad in der Abendsonne. Es wirkt zwar ruhig, aber in ihm schlummert ein großer Kampfgeist. Also die Karte finde ich total cool. Ist ja quasi das Wolverock von Ash. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Silembrin. Das ist wieder eine seltene, keine Promo. Die starken Psychokräfte, die es ausstrahlt, rufen Kopfschmerzen hervor. So hält es andere Lebewesen von sich fern. Ich wünschte, ich hätte die Fähigkeit auch. Einfach bei allen, wo man keinen Bock drauf hat, Kopfschmerzen auslösen und dann verziehen die sich. So, und jetzt die letzte Karte, wo wir noch nicht wissen, was es ist. Also die kann ich ja gerade auch nochmal zeigen, das wissen wir ja jetzt schon. Es ist ein Xerneas. Es heißt, dieses Pokémon spende ewiges Leben, sobald das Geweih auf seinem Haupt in 7 verschiedenen Farben leuchtet. Jetzt die letzte geheime Karte.
Es ist... Tja, was könnte das jetzt sein? Was finde ich denn cool? Ich habe mir vorher überhaupt nicht überlegt, was für eine Karte ich mir wünschen würde. So ein Melmetall wäre mal cool. Ansonsten... Ach, egal. Gucken einfach. Oh. Galar Barrikadax? Aber warum steht denn Galar extra davor? Es gibt doch nur... in der Galar-Region ein Barrikadax. Okay, ist so eine Art Fehler. Aber was ich jetzt cool finde an der Karte, das ist das Lieblings-Pokémon von einem Freund von mir. Muss ich dem unbedingt zeigen und die Nase lang machen. Also er spielt das total gerne in Pokémon Go in der Kampfliga. Das ist auf jeden Fall eine seltene. Also das werde ich mir auf jeden Fall direkt unter die Nase reiben nach diesem Video. Ja, könnt ihr natürlich jetzt für euch selbst überlegen, ob euch das jetzt 14 Euro wert gewesen wäre. Also 70 Cent pro Karte, man muss halt die Katze im Sack kaufen, man weiß vorher nicht, welche Karten in dem Set enthalten sein werden. Gut, man könnte natürlich jetzt sagen, es war in gewisser Weise auch eine Mogelpackung, weil es waren ja eigentlich keine 4 seltenen Holos, sondern 3 seltenen Holos und eine seltene Promokarte. Ich stecke ehrlich gesagt nicht gut genug in der Materie drin aktuell, um zu wissen, wie selten diese Promokarte hier wirklich ist, aber tatsächlich fand ich sie von allen 4 Holokarten am coolsten, deshalb beschwere ich mich jetzt bestimmt nicht. Ja, und ansonsten hier eben, wie gesagt, die 4 seltenen Reverse-Holos. Amigento ist natürlich cool. Und auch hier, ich dachte, es sollten eigentlich mehr Trainerkarten sein und Energiekarten, aber es ist nur eine Trainer- und eine Energiekarte, okay. Dafür umso mehr häufige und nicht so häufige. Könnte man jetzt auch nochmal auseinandersortieren. Also die hier waren ja nicht so häufig. Das hier war auch nicht so häufig, das Garaborn. Krakelo. Genau, sagen wir 5 häufige. Und 5 nicht so häufige. Sind schon mal 10 Karten. Ja, dann hier eben wie gesagt eine Trainer- und eine Energiekarte. Vielleicht habe ich das jetzt auch einfach falsch im Gedächtnis. Ich muss mir nochmal die Beschreibung von dem Artikel angucken. Vielleicht stand da auch eine Trainer- und eine Energiekarte und ich hatte es jetzt nicht mehr so auf Schirm gehabt. Elevoltec, Amigento, Lipomentas, also 3 Reverse-Holos, wobei da noch eine kommt. Aber das sind dann eben 15. Und das hier müssten jetzt auch nochmal 5 sein, dann sind es genau 20, genau. Also nochmal 4 normale seltene Holos, wie gesagt, das ist eine Promo und keine seltene. Und eine Reverse-Holo, die selten ist. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas jetzt mal häufiger machen soll. Solche Überraschungs-Pokémon-Karten-Packs kaufen. Auf jeden Fall, eigentlich ist es ein verdammt gutes Angebot, weil... Ihr habt ja, wenn ihr euch ein Booster-Pack kauft, immer nur 1 bis 2 seltene Karten drin und das Booster-Pack kostet ja eigentlich schon 10 Euro, oder? Also Booster-Packs sind ja relativ teuer. Und dann finde ich das mit den 15 Euro eigentlich verdammt günstig, weil man ja dafür 4 seltene Holos kriegt. Du hast ja bei der seltenen Karte noch nicht mal die Garantie bei einem Booster-Pack, dass die auch wirklich holographisch ist. Kann ja auch eine nicht-holographische seltene Karte sein. Also ich finde, es lohnt sich definitiv und kann es halt nur empfehlen. Wie gesagt, der Zustand der Karten ist absolut in Ordnung. Waren auch sehr gewissenhaft ja hier verpackt, da konnte ja eigentlich nichts passieren. In einem Briefumschlag eben. Ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Und werde jetzt, wie gesagt, dem einen Freund die Nase lang machen wegen Barrikadax. Und also mein Highlight war tatsächlich die Promo-Volvarok-Karte in dem Ganzen, muss ich sagen. Finde die richtig cool. Ja, und beim nächsten Mal könnt ihr euch dann eben auf die Kidzone freuen. Tschüss!